Und herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt Pokémon hat Gold. Also, die Version ist diesmal auf Deutsch und man braucht wie bei dem anderen hat Gold den No Black Screen Cheat. Und ich habe jetzt getestet. Ich habe jetzt 40 Minuten gespielt, angespielt und dann gespeichert und es hat ist ein eingefrorenes Spiel. Und ich hoffe, das wird auch so bleiben. Weil ansonsten kotzt mich das wieder so an. Müsste ich es wieder beenden, das Projekt. Aber das denke ich, mache ich erstmal Let's Plays dazu. Und ja. Jetzt könnt ihr erstmal das Intro sehen. So, da steht mal, drücke Start, Translate by Team BST. Mach mal ein bisschen schneller, das ist dann ungefähr ganz normal. Oh, entschuldige. Ich habe gerade wohl ein Buch oder so etwas. Ich habe gerade wohl ein Buch oder sonst etwas gelesen. Hallo, entschuldige, dass du warten musstest. Willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Aish. Die Leute nennen mich den Pokémon-Professor. Bist du hier, um dein Abenteuer zu beginnen? Wenn dem so ist, werde ich dir ein paar Dinge über diese Welt erzählen. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die wir Pokémon nennen. Wir Menschen leben mit den Pokémon ein Leben in Freundschaft. Wir teilen unsere Freizeit und wir arbeiten zusammen. Manche Menschen setzen Pokémon im Kampf ein und stärken so das Band, das sie verbindet. Aber es gibt noch viele Geheimnisse zu lösen. Deswegen studiere ich die Pokémon Tag ein, Tag aus. Aber warum erzählst du mir nicht ein bisschen mehr über dich? Verrätst du mir, ob du ein Junge oder ein Mädchen bist? Ja, das mache ich. Ich bin ein Junge. Also du bist ein Junge. Genau. Sagst du mir deinen Namen? Muss ich wohl. Chris. Ups. C-H-R-I-S. Okay. Dein Name ist also Chris. Ja. Chris, bist du bereit? Du wirst nun Abenteuergeschichte schreiben. Du wirst viel Spaß haben und einige Kämpfe bestreiten. Eine Welt voller Träume und Abenteuer mit Pokémon wartet auf dich. Los geht's. Wir sehen uns später. So, jetzt müsste hier so ein Black Screen kommen. Das war ganz einfach. Geht ihr auf Utility oder wie das ausgesprochen wird? Cheats. Geht ihr auf Add New. Dann gebt ihr den Cheat ein. Das ist der hier. Okay. Und das ist jetzt leider ein bisschen, ja, der Streifen, weil ich einen Rahmen drum habe. Geht auf Add New, dann kommt hier Cheat Action Replay. Oh ja, also nochmal. Cheat eingeben, geht auf. Drückt er hier War, Hickchen und Action Replay. Dann OK. Dann kommt hier ein Question. Da wo eigentlich nichts steht, kann man den Namen aussuchen. Geht wieder Doppelklick drauf. Und dann OK. Dann wird der Cheat aktiviert. Und ihr könnt spielen. Seid ein bisschen doof erklärt. Also, warte noch einmal. Also, Cheats. Geht ihr auf Add New. Cheat eingeben. Klickt ihr auf War. Dann Action Replay. Hier könnt ihr den Namen eingeben. Also, No Black Screen zum Beispiel. Und dann OK. Und dann kommt hier das Question. Dann müsst ihr da Doppelklick machen. Dann könnt ihr spielen. Vor guter Zeit kam deine Freundin Zoe vorbei.
Ihr Freund Merrill begleitet sie. Oh, beinahe hätte ich vergessen, unser Nachbar Professor Lind hat nach dir gesucht. Er wollte, dass du etwas für ihn erledigst. Wusstest du, dass sich das Labor des Professors gleich nebenan befindet? Aber du wirst doch nicht ohne deine Sachen gehen, oder? Verstaue alle notwendigen Dinge in diesen Beutel. Beutel erhalten. Oh, und vergiss nicht deinen Trainerpass. Du kannst deinen Vorschuss jederzeit in diesem Tagebuch festhalten. Diese Dinge werden auf deiner Reise sehr nützlich sein. Ah, du wirst verstehen müssen, wie du diese Dinge einsetzt. So, dann machen wir gleich mal das Speed höher. Animation, das mal ein. Kampfstil Tausch. Stil hier Mono. Es geht bei mir ähnlich. Ich weiß nicht warum. L gleich A. Ja, kann man machen. Motiv. Wird es niemanden? Das sieht doch ganz gut aus. Die 20. Ja, nimm mal die 20. So. Jetzt gehen wir zu. Jetzt gehen wir. Nein. Jetzt kommt das Meryl von Soul, glaube ich. So heißt die ja. Ganz gut. Yeah. Chris, da bist du ja. Ich brauche dich für etwas. Zurzeit arbeite ich an einer neuen Forschung. Ich dachte mir, dass du mir helfen könntest, Chris. Es ist so. Ich schreibe einen Bericht, den ich bei einer Versammlung vorlese. Da sind immer noch ein paar Sachen, die ich nicht verstehe. Also, ich würde dir gerne ein Pokémon geben, um es aufzuziehen. Wenn ich meine Funde präsentieren kann, werden wir bestimmt ein paar Sachen etwas besser über Pokémon verstehen. Ups, ne. Das verspreche ich dir. Ich glaube, wir sind in der Zeit vorbei. Also, jetzt machen wir dann nächsten Video weiter. Ciao, bis gleich.